Das geschah in der letzten Folge von Angegruselt. Okay, das ist echt nicht gruselig, das muss man zugeben. Okay, jetzt wird's gruselig. Und so geht es in der heutigen Folge weiter. Okay. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Angegruselt mit Medien Thomas und Playgaddon. In der heutigen Folge werden wir... Wow, Freddy? Stillhalten. One Night at Freddy's spielen. Ja, in der 3D-Form. Das ist ein kleines Indie-Horror-Game, was ich auf GameYolt entdeckt habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir es doch einfach mal. Und gucken, was uns der 3D-Spaß alles zeigt. Okay. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ich habe erstmal in dem normalen Mode spielen. Ah, das ist echt geil. Ich packe den Download-Link wie immer in die Beschreibung. Also falls ihr auch mal spielen wollt, unten in der Beschreibung könnt ihr es euch downloaden. Ich hoffe mal, und wenn ich es vergessen habe, schreibt es unten in die Kommentare rein. Dann werde ich das schnell fixen. Ja, das ist genau Five Nights at Freddy's, nur in der 3D-Form. Das ist geil für mich. Gibt es hier auch Foxy Freddy. Freddy war da. Okay, 1A. Was? Wieso gab es jetzt zweimal Freddy? So, und wie komme ich... Ah, okay, Linksklick. Okay, sehr gut. Das ist keine Ahnung was. Chica ist schon weg, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie nicht gleich sofort auf uns zukommt, beziehungsweise zu uns kommt. Okay... In welchem Raum waren die? 1C, oder? Okay, entweder sind alle weg, da ist Freddy, er ist ein bisschen am Singen. Und die anderen scheinen komplett weg zu sein, was? Kann es sein, dass sie schon da sind? Glaube ich eher nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Nee, scheint nicht so, als wenn die da gewesen wären. Five Nights at Freddy's 4 wird ja am 31.10. erscheinen. Ich werde es direkt am Release Let's Playen. Also ihr könnt euch schon mal drauf freuen, wenn ihr Five Nights Freunde seid. Ich muss sagen, dieses Spiel gefällt mir wirklich relativ gut. Es ist 3D-mäßig. Und läuft schön in 60 Frames. Natürlich werdet ihr es nicht in 60 Frames sehen. Weil mein Schneideprogramm ein bisschen zu dumm dafür ist, in 60 Frames zu rendern. Beziehungsweise, ich müsste mal meinen QuickTime-Player updaten. Und Boney ist schon links von mir. Da ist Chica und wo ist Fred? Ah, ich muss auf Boney aufpassen. Ich trau der Wurst nicht. Er ist auf jeden Fall noch da. Wir müssen auf ihn aufpassen. Wäre sinnvoll, wenn wir das tun. Ist rechts schon jemand? Nee, ist es nicht. Und links, Boney, bist du da? Er ist da. See your face, bitch. Freddy? Habt ihr das gehört? Nee, ich trau der Sache ganz gewaltig nicht. Okay, Chica ist da und Freddy ist, weiß ich nicht. Ich muss sagen, not bad. Not bad. Bis jetzt gefällt mir das Spiel sogar mehr als sehr gut. Die Atmosphäre ist deutlich unangenehmer als in den normalen Five Nights at Freddy's Teilen. Ne, nicht unangenehmer, so würde ich es jetzt nicht behaupten. Aber die Töne sind ein bisschen gruseliger, muss ich zugeben. Es kann auch daran liegen, dass ich mich einfach nur an FNAF gewöhnt habe und Boney verschwinde. 2%, wir sind sowas von tot. Komm. 6 Uhr morgens, komm! Wie lange haben wir bei der 5 Uhr... Okay, das war One Night at Freddy's. Wir werden es nochmal im Hard Mode spielen. Ich habe das Spiel direkt auf Ultra gestellt. Mal gucken, wie lange wir überleben werden. Schätzungsweise nicht lange. Nacho!
Oben rechts können wir im Übrigen sehen, dass es auf Ultra gestellt ist, falls ihr mir nicht glauben wolltet. Was ist, wenn Golden Freddy in diese Nacht auftaucht? Ich meine, eins habe ich es nicht in die sechste Nacht geschafft. Das heißt, dass ich Golden Freddy noch nie begegnet bin. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Wir müssen immer noch auf Freddy aufpassen. Denn im normalen Mode kam Freddy ja nicht zu uns. Okay, keiner mehr da. Ist rechts jemand von uns? Okay, Chica. Chica, Chica, Chica. Okay. Links ist keiner da. Licht spackt nicht rum, Mann. Ich habe sowieso kaum Licht hier drin, Mann. Okay, da ist niemand da. Und links wieder gucken, ob Boney schon aufgetaucht ist. Nein. Okay, Chica. Ich gebe dir die Hand. Du willst mir doch ganz sicherlich die Hand geben, oder? So wie du mit deiner Geste da stehst. Okay. Sie war schon kurz dabei, uns zu erwischen. Okay, das ist wirklich der Hart. Ja gut, habe ich gesagt, dass es leicht wird? Nein, das habe ich nicht. Oh, fuck it, Freddy. Okay, Foxy hat uns erwischt. Also Foxy gibt's auch in diesem Spiel. Okay, das war's dann mit der heutigen angegruselten Folge. Falls ihr öfters mal solche Five Nights Spiele sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge. Wenn dies der Fall ist, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ist ein Daumen oben, wird man euch loben. Nach dem Motto vergehen wir hier vor. Vergehen wir hier vor, genau. Wir sehen uns in der nächsten angegruselten Folge. Bye!